Hallo, ich freue mich heute, Frau Stefanie Wachowiak von Karrieretutor als Nominierte für den Studienpreis Tutor des Jahres 2019 bei mir begrüßen zu dürfen. Hallo, Frau Wachowiak, was war so Ihr erster Gedanke, als Sie von Ihrer Nominierung erfahren haben? Ja, hallo Herr Jung, erstmal vielen Dank. Ja, ich habe mich sehr gefreut, weil ich diese Nominierung als Anerkennung meiner Arbeit sehe, dass die Früchte trägt und dass es den Leuten scheinbar sehr gut gefällt in der Weiterbildung. Ja, vielen Dank. Für welche Fächer sind Sie denn als Tutorin tätig? Also ich verantworte den ganzen Bereich Online-Marketing. Da bin ich auch die Fachbereichsleitung für und ich persönlich habe mich auf das Thema Content-Marketing spezialisiert, weil ich das für sehr wichtig finde, auch im nachhaltigen Ranking. Was macht diese Tätigkeit für Sie so besonders reizvoll? Dass ich mit Menschen zu tun habe, dass ich mein Wissen, das ich bei der Dualen Hochschule Baden-Württemberg und in meinen vielen beruflichen Stationen erworben habe, dass ich das weitergeben darf und dass ich die Menschen gemäß unserem Slogan, dass ich denen helfen darf, ihren Erfolg in sich zu entdecken. Welchen Tipp können Sie da Fernern noch mit auf den Weg geben? Also ich würde als Fernstudent immer darauf achten, dass ich flexible Zeiten habe, um auf die Materialien zuzugreifen, dass ich so etwas wie eine Community vielleicht habe, wo ich mich auch mit anderen austauschen kann, dass die Plattform auf vielen Devices läuft und dass das fachliche Know-how der Dozenten stimmt. Ja, meine abschließende Frage: Was qualifiziert Sie zur Tutorin des Jahres? Ja, ich denke, meine Fachexpertise und eben die Empathie, die ich versuche in den Lehrgängen den Teilnehmern entgegenzubringen und sie auch bei kleinen Problemen nicht allein zu lassen, sondern sie gut durch den Lehrgang zu bringen. Ja, vielen Dank und viel Erfolg für Ihre Bewerbung. Dankeschön, Herr Jung.